Herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit eurem Doriax und heute bei dieser Winterpausenfolge, nenne ich das jetzt einfach mal. Und hier kläre ich euch einfach nur auf, was wir in der Winterpause jetzt gemacht haben, bevor wir gegen Kaiserslautern spielen. Heißt, heute gibt es kein Spiel, das möchte ich direkt mal eben klarstellen, weil, ja wie gesagt, viele machen halt einfach eine richtige Winterpausenfolge, habe ich gedacht, okay, machst du auch. Und da gehen wir halt auf alles ein, Tabelle, die neuen Spieler, Statistiken und so ein Quatsch. Macht ja mal Spaß. Spannend zu sehen, dass Liverpool Coutinho nach Atletico Madrid verkauft hat. Spannend. Wird bei mir in der Karriere nicht passieren mit Liverpool. Und ja, dann gehen wir direkt mal auf die Tabelle ein. Und die sieht gar nicht mal so kacke aus. Nämlich, wir sind Dritter. Mit 2 Punkten Unterschied auf den ersten heißt, und wir haben sogar noch ein Spiel weniger, heißt der erste Platz oder überhaupt der Aufstieg, der ist gar nicht so weit weg. Hinter uns direkt Düsseldorf. Yay. Und das sieht eigentlich richtig gut aus. Also die Tabelle sieht richtig geil aus von uns. Und ich hoffe, dass wir das auch lange so halten können, dass wir auch am Ende der Saison weiter oben, ja, immer noch weiter oben sind. Und dafür habe ich mir halt auch gedacht, dass wir erstmal, ja, auf jeden Fall noch einen Stürmer brauchen, weil unsere Stürmer haben zum Beispiel viel zu wenig getroffen, aber darauf gehen wir gleich ein. Erstmal schauen wir uns die Gegentore an und sehen wir, wir sind die Mannschaft mit den geringsten Gegentoren. Wir haben 13 Gegentore und, ja, wir haben die wenigsten Gegentore der ganzen Liga und das ist an für sich gar nicht verkehrt. Da müssen wir auch gleich nochmal zu Ratta sprechen kommen, aber das machen wir auch gleich. Wie wir auch sehen können, wir haben 26 Tore geschossen, sind immer noch mit der, am meisten in der Liga, allerdings haben unsere Stürmer nicht viel damit zu tun und wir sind damit Paderborn und mit SC Freiburg auf einem Platz, muss man halt so sagen, von den geschossenen Toren. Die beste Tordifferenz haben wir auch mit 13, können wir aber noch ausbauen, bin ich der Meinung nach. So, dann gehen wir mal weiter und schauen wir uns die Mannschaft an, die neuen Leute vor allem, die euch wahrscheinlich mit am meisten interessieren, wie ihr auch sehen könnt, wir haben kaum noch Asche. Und da habe ich eine kleine Umfrage gemacht, welchen Stürmer wollt ihr sehen? Oder ich habe gesagt, schreibt mir das in die Kommentare und die meisten waren für Sandro Wagner. Also habe ich Geld in die Tasche genommen oder Geld in die Hand von der Tasche genommen und Sandro Wagner verpflichtet. Der ist 1,2 Millionen wert, wir haben exakt 1,2 Millionen gezahlt. Geht halt wirklich preisig, ist das echt der Hammer. Ich war mir nicht sicher, ob wir den bekommen, aber eigentlich hat Darmstadt sofort gesagt, ja, hier könnt ihr haben. So, dann haben wir noch Lukas Raeda geholt. Ja, viele denken sich jetzt, Alter, wo ist Radajczak? Der hat voll gut bei dir gehalten. Ich habe ein Angebot von 2 Millionen bekommen und da habe ich gedacht, Alter, für mehr kannst du Radajczak nicht verkaufen. Also habe ich das Angebot für 2 Millionen angenommen und mir für 1,3 Millionen, glaube ich, Raeda geholt. Der ist 22 Jahre alt, hat sogar mal in der Duisburger Jugend gespielt, in echt. Und der Vorschlag kam von Paul Kühl, was ich auch eigentlich sehr nice fand. Und habe ich den verpflichtet, weil der ist, wie gesagt, 22 Jahre alt, hat hohes Potenzial. Und das finde ich schon ziemlich geil. Und hat auch bei Bayern gespielt, vielleicht ist der euch da bekannter. Falls ihr den Namen schon mal gehört habt. Aber wie gesagt, der war auch schon mal in der Duisburger Jugend. Wir haben ja sowieso so ein paar Spieler geholt, die schon mal in Duisburg waren, wie unter anderem Wagner, Raeda und am Flamo Castrati, den ich ja an für sich direkt gesagt habe, dass ich den haben möchte. Da haben wir den auch geholt. In Strømsgård war der einer der besten Torschützen. Also stand in so einer News drin, deswegen glaube ich das einfach mal. Und ich glaube, da kann der gut auf die zweite Liga übertragen. In echt wurde er bei Duisburg nicht so gut eingesetzt. Aber das werden wir hier auf jeden Fall ändern. Denn ich glaube, der kann eine richtig wichtige Achse werden, auch wenn er nur 64 Punkte hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Auf jeden Fall haben wir dann noch, den habe ich ja nirgendwo gesagt, dass wir uns den holen möchten. Ich habe noch Levan Altschek geholt. Und zwar hatten wir meiner Meinung nach keinen guten Ersatz für Pierre de Witt. Also habe ich mir gedacht, was machst du da? Weil mir hat da keiner gefallen. Miguel oder Janic und so, alle waren dann nicht wirklich gerade grandios, sag ich mal. Also habe ich gedacht, holst du ja Levan Altschek. Auch mal einen talentierten Spieler. Und viele, what the fuck? Und viele von euch sagen vielleicht, Alter, ist doch voll unrealistisch. Finde ich eben nicht. In Werder Bremen kommt der in echt kaum noch zum Zuge. Und ich glaube nicht, dass er hier im FIFA anders ist. In Werder Bremen wurde der jetzt in echt eher so in die dritte Liga abgestuft. Deswegen finde ich das realistisch, wenn er zu einem gut platzierten Zweitligisten geht, der wir derzeit einfach sind. Und deshalb muss ich sagen, dass ich das echt realistisch finde. Und er kann auch auf der Position spielen, das sieht man unter anderem, wenn man jetzt hier empfohlene Spieler anzeigen lässt, dann ist da unter anderem Altschek. Und der wird, glaube ich, auch ziemlich häufig spielen. Dann kommen wir zu den verkauften Spielern, die weiß ich nicht auswendig. Hätte ich mir vielleicht mal aufschreiben sollen. Ja, ich glaube, Ilyuchenko sind wir gerade dabei zu verkaufen. Den brauchen wir also absolut nicht mehr. Und mal schauen, was dann noch so für Angebote kommen. Und dann muss ich auch noch sagen, in der Innenverteidigung möchte ich diese drei Leute jetzt richtig anfangen aufzubauen. Mit Bobenheuer, Meissner und Dabali.
Zwar hatte ich gerne Bayern spielen, da ich dachte, okay, vielleicht wird das dadurch ein bisschen, ja, ist die Verteilung ein bisschen besser, aber ich möchte mich jetzt mal in der Rückrunde dran orientieren, dass wir nur noch mit den drei in der Innenverteidigung spielen und Bajic als Dings haben als Ersatzmann. Und sorry, wenn ich manchmal ein bisschen komisch bin, nicht so flüssig kommentiere. Ich war jetzt längere Zeit krank und es ist nicht so einfach, da wieder reinzukommen, sage ich mal. Genau, dann kommen wir noch zu anderen Leuten. Und zwar habe ich mir angeguckt hier den Mannschaftsbericht und da stand unter anderem, dass Dausch sich mittlerweile anfängt zu verschlechtern mit 29, kann ich nicht nachvollziehen. Also er hat irgendwie an Tempo ein bisschen verloren und ein paar anderen Sachen. Da habe ich mir gedacht, okay, scheiße, was machst du da? Kannst du für die nächste Saison nicht gebrauchen, wenn jetzt einer deiner wichtigsten Männer immer mehr in den Arsch geht, sage ich mal. Deswegen habe ich Christopher Buchtmann von St. Pauli einen Vorvertrag angeboten und der hat das angenommen. Der ist 22 Jahre alt, hat auch 68 Punkte und könnte diese Position, glaube ich, perfekt mit Dausch ausfüllen. Also entweder Ersatzmann oder Stammspieler. Und also ich bin von Buchtmann echt überzeugt. Ich habe ja gesagt, ich habe mir ein paar Pauli-Spieler angeguckt in den Kommentaren. Und zwar habe ich auch noch Lennart T. ein Angebot gemacht, ein Vorangebot, was er, denke ich, wahrscheinlich auch annehmen wird. Weil die beiden kosten 10.000 monatlich. Lennart T wäre halt einfach mal der perfekte Nebenmann zu Wagner. Also der perfekte Auswechselspieler oder sonst was. Halt, der ist komplett unterschiedlich. Der ist schnell und ein bisschen wendiger. Das hat man ja als Wagner jetzt nicht so unbedingt. Der Wagner ist ja eher so Stärke, Kopfball und Abschluss. Und das ist halt bei ja, T ein bisschen anders. Und außerdem hat der Düsseldorf in den Viererpack weggeballert. Wäre verkehrt dazu sagen, nee. Also ich glaube, T werden wir auch noch holen, aber der hat es noch nicht angenommen, da wir erstmal das Spiel hier spielen müssen. Dann habe ich noch von St. Pauli Lasse Sobiech. Ich glaube, der ist ein richtig starker Innenverteidiger. Vor allem brauchen wir auch mal einen mit Stärke und Kopfballpräzision. Also einer, der richtig kopfballstark ist für die erste Liga auch. Habe ich ein Angebot gemacht, einen Vorvertrag. Ich hoffe auch, dass der das annehmen wird. Oder werde ich auf jeden Fall noch machen, aber ich meine, ich habe das schon gemacht. Weil Sobiech, ohne Witz, ich glaube, wir brauchen so einen. Ich glaube, wir brauchen einen, der so richtig stark ist, weil wir haben hier jetzt keinen mit über 80 Stärke und ich glaube, für die erste Liga bräuchten wir da einen und ich glaube, Lasse Sobiech wäre da perfekt. Vor allem, der ist auch nicht so alt. Ich glaube, der ist 25, zwar älter als jetzt die drei hier, aber ich glaube, das wäre auch nicht so verkehrt und ich glaube, die drei, also Buchtmann, T und Sobiech werden uns richtig stark helfen. Die spielen ja auch in St. Pauli in echt mittlerweile richtig gut und ich glaube, das wäre echt nicht verkehrt, wenn wir uns die verpflichten würden. Ich hoffe, ihr seid da ja, mit einverstanden mit Sobiech, T und Buchtmann. Wenn nicht, tut's mir leid, wenn trotzdem kommen, nehme ich mal an. Ja, ein paar hoffentlich verkaufen wir noch. Dann gehen wir jetzt mal kurz zu dem Teambericht, genau zum Mannschaftsbericht wohl eher. Ich habe hier einen Zettel gemacht, wo alles draufsteht. Yeah. So, und dann gucken wir uns mal eben zum anderen Onwuegbo an. Der ist unser bester Stürmer, hat aber nur 4 Tore. Und das waren diese beiden Doppelpacks hintereinander gegen Sandhausen und weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, 4 Tore reicht halt einfach nicht. Und wir haben halt keinen Stürmer, der so ansatzweise reinkommt. Jetzt gucken wir uns noch den Preis an, wie wir die Spieler gekauft haben hier. Der ist 1,3 Millionen wert. Wir haben 1,3 Millionen gezahlt. Das ist stark. Vor allem für so einen jungen Spieler, sage ich mal. Dann haben wir noch, wie gesagt, unter anderem Wagner geholt. 1,2 Millionen wert, 1,2 Millionen bezahlt. Passt auch richtig gut. Dann Aichecek, den haben wir sogar noch unter Wert bekommen. Das ist krass. Also das ist richtig geil. Dürfte bei Castrati, glaube ich, genauso sein. Ja, 200.000 ungefähr weniger bezahlt für einen 24-jährigen Spieler. Der uns, glaube ich, richtig weiterhelfen wird, da er halt einfach auch ein bisschen schneller ist als ein Bolze. Und Dribbling-Werte werden wir noch ein bisschen verbessern. Aber ich weiß, ich werde meinen Spaß an Castrati haben. Dann wird man auch noch sehen, dass jetzt hier unter anderem Ilyuchenko hat ein Tor in der zweiten Liga gemacht. Der hat zwar erst 5-mal gespielt, aber wenn er gespielt hat, war er scheiße. Also der war nie wirklich gut. Dann Brandstetter. Der hat 2 Tore gemacht, einen DFB-Pokal und 2. Bundesliga. Hat natürlich Vorlagen, aber Stürmer brauchen wir auf jeden Fall 9. Und ich glaube, Wagner wird uns richtig gut helfen können. Und in der nächsten Saison, hoffentlich in der ersten Liga mit Sobiech, T und Buchtmann, während wir da, mein Gott, sind wir auch richtig gut vertreten. Vor allem mit T, glaube ich, noch als Ersatzstürmer für Wagner. So, Njanjic, ich weiß gar nicht, hat der derzeit irgendwer, der an den interessiert ist? Sieht man das irgendwo? Ach, keine Ahnung. Ja, werden wir vermutlich verkaufen, wenn da ein Angebot kommt. Viele haben zwar gesagt, halt doch vielleicht Janjic, aber wir brauchen den einfach nicht. Wir können ja jetzt hier nochmal gucken, wer auf der Transferliste steht.
Mal schauen, wie wir da noch verkaufen. Ja, unter anderem steht da ein Poggenberg drauf, da wir sowieso nicht mehr mit Außenverteidigern spielen. Ich möchte einfach mal gucken, was wir da für Angebote bekommen. Ein Kühne, ein Brücker, ein Heiri, ein Janjic, ein Inuchenko, ein Schalthauer und ein Wiegel. Muss man mal schauen, was wir da bekommen. Wiegel brauchen wir jetzt noch weniger, da wir jetzt auch noch einen Kastrati haben, der über die Außen spielen kann. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal kurz die Spielerstatistiken an und dann lasse ich euch auch schon wieder in Ruhe. So, und da sind wir zum Beispiel die Torjäger. Da kommt eine lange Zeit nichts. Auf dem 10. Platz ist Loreax, unsere hängende Spitze, der unser bester Torschütze ist. Und ich glaube, Wagner könnt ihr alle einholen. Wäre geil oder so. Ich glaube auf jeden Fall, dass Wagner mehr Tore macht als Onuwegbu. So, und dann dürfte irgendwo auf Platz irgendwas noch Obinna kommen, genau, mit 4 Toren auf Platz 23. Und da wäre auf ungefähr eigentlich Onuwegbu. Aber das reicht einfach nicht für eine Mannschaft, die ganz oben in der zweiten Liga steht. Da passt das einfach nicht. So, dann kommen wir zu den Torvorlagen. Da ist ungefähr Grote mit 3 und Obinna mit 3. Richtig stark. Ja, das ist richtig nice. Ich glaube, Wolze dürfte auch so um die 3 haben. Ne, 2 anscheinend. Dausch auch mit 3 und dann dürfte Wolze, ist hier gar nicht aufgelistet, dürfte aber auch so um die 2 haben. Wir erinnern uns ja an seine geilen Flanken unter anderem. Also Vorlagen ist okay. Aber ich denke mal, wenn da am Wagner im Sturm steht, gehen wir da auch weiter nach oben, weil der einfach die Flanken besser verwerten wird. Ohne Gegentor, da stand ganz oben, glaube ich, mit 8 ohne Gegentor stand der Ratajczak. War natürlich geil, Ratajczak hat auch gut gehalten, aber ich glaube, so ein 2-Millionen-Angebot muss er einfach annehmen für Ratajczak. Deswegen habe ich das dann auch einfach gemacht. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aber ich glaube, mit Raeda haben wir da einen richtig guten Mann. Dann gehen wir auf die gelbe Karten. Ich glaube, da sind wir gar nicht so vertreten, weil ich glaube, wir haben gar nicht so viele gelbe Karten. Nö, sind wir auch nicht. Bei rote Karten ist wahrscheinlich der Grote dabei. Genauso ist es. Mein Gott, waren aber wenige rote Karten bis jetzt. Also, ne, so wenig sind da auch nicht. Auf die Sache Fortuna Düsseldorf natürlich wieder, ne? Boah, immer diese Düsseldorfer. Alter, dreimal, was machen die denn? Krasser Scheiß. So, das waren die Torjäger. Und dann, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall mit den Neuverpflichtungen, unter anderem halt Wagner, Aitichek, der da spielen kann, Raeda und Kastrati zufrieden und auch mit denen, mit denen wir einen Vorvertrag abschließen wollen, mit Sobiek, mit T und mit Buchtmann. Ich hoffe, ihr seid damit echt einverstanden. Und das war's dann auch eigentlich mit der Folge. Wenn euch die trotzdem gefallen hat, auch wenn es jetzt nicht so spannend war, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir gegen den FC Kaiserslautern spielen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.